Komm, Georok. Ich bin Georoks Sammler. Nanu? Georok hat sich zu einem anderen Pokémon entwickelt. Cool. Mein Kumpel tauscht Pokémon. Sein Kandame gegen mein Georok. Jedes gefangene Pokémon erhält eine ID-Nummer und wird mit dem Namen des Originaltrainers OT registriert. Der OT ist der Trainer, der das Pokémon gefangen hat. Das zeige ich euch gleich mal, was damit gemeint wird. Das OT hier ist rot, das heißt, der und hier über dem OT steht die ID-Nummer. So, jedes Pokémon hat nämlich eine ID und eine OT. ID ist die Nummer und die OT ist der Trainer, der es gefangen hat. Ich brauche die Items sowieso nicht. Ich brauche es auch nicht. Konnte es ohne Defender-Attacke. Anhand ihrer ID-Nummer kannst du Pokémon, die du beim Tausch erhalten hast, identifizieren. Zweiter Stock, Videospiele-Shop. Oh, das wär's für mich. Vor längeren Ausflügen solltest du Beleber kaufen. Danke für den Tipp. Superschutz hält Pokémon auf Distanz. Er ist besser als der normale Schutz. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Oh je, ihr verkauft Themes, ist ja geil. Aber ich weiß leider nicht, was das für Themes sind. Okay, ihr verkauft auch nur normale Sachen. Nützliche Items für Trainer. Erster Stock, Zubehör für Trainer. Nehmen wir mal den Aufzug, um nach unten zu fahren. Dies ist der Aufzug. Nehmen wir mal das Erdgeschoss. Na, Pikachu! Alter, willst du den Donnerstein echt nicht, du Arsch? Willkommen im Einkaufszentrum von Bismarck City. Auf der Tafel rechts findest du eine Übersicht. Erdgeschoss, Kundeninformationen. Erster Stock, Utensilien für Trainer. Zweiter Stock, Videospiele. Dritter Stock, Geschenkartikel. Vierter Stock, Drogerie. Dachgarten, Automaten. Das war das Einkaufszentrum. Hier waren wir noch nicht drin. Prismania Villa. Prismania Villa, Manager's Suite. Bibi! Nidoran! Meine zwei Pokémon leisten mir Gesellschaft. Mauzi bringt sogar Geld mit nach Hause. Oh, dein Pikachu ist ein wahres Prachtexemplar. Dein Pikachu sind dich zu mögen. Danke. Mauz! Das ist meine Villa. Manager's Suit. Ah, hat man schon. Okay, was ist hier? Game Freak Konferenzraum. Da haben sich, glaube ich, die Macher verewigt in diesem Spiel. Und hier gibt es sogar einen PC. Ist ja witzig. Okay, gehen wir mal auf Eis-PC. Die Verbindung zu Eis-PC wurde hergestellt. Du hast Zugriff auf den Pokédex. Ja, bewerte ihn. In deinem Pokédex steht, wir sehen 67 Pokémon, besitzt 15 Pokémon. Das sieht schon ganz gut aus. Hole dir bei einem Gehilfen die VM Blitz ab. Haben wir schon. Ich bin der Grafiker. Ich habe all dies gezeichnet. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen, gib nicht auf. Zeig ihn mir, wenn er komplett ist.
Ich bin der Programmierer. Diese Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen, Sabrina. Ich glaube, hier geht's. Ah, okay. Hier geht's nach oben. Nicht weiter. Wieder nach unten. Gehen wir mal außen rum. Hier geht's nämlich noch weiter. Ist hier vielleicht ein Item oder sowas? Nein, hier ist kein Item. Hier geht's weiter, genau. Jetzt sind wir hier. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Ja, yeah, Evoli. Jetzt haben wir auch das Pokémon, das blau hat. Die Benutzung des Linkkabels. Nein, das brauchen wir nicht. Ein Infoblatt über TM. Es gibt insgesamt 50 TMs. Außerdem gibt es 5 VMs, die mehrfach nutzbar sind. Silpsco. Ich weiß alles. Angebe. Okay, gehen wir mal wieder raus. Erkunden wir jetzt den südlichen Bereich der Stadt. Tausche Münzen gegen Preise, Wechselstube. Tipps für Trainer. Megablock schützt Pokémon vor Spezialattacken wie Feuer- oder Wasserattacken. Diese Items kannst du im Einkaufszentrum von Prismana City kaufen. Wo geht's hier lang? Hier ist ein Zerschneider. Busch. Hier ist etwas im Busch. Es ist Trank, hätte ich im Prismana City machen sollen, den Spruch. Was starrst du mich so an? Titten. Nee, Spaß. Rot findet AP Plus. Ja, sehr schön. AP Plus ist ein Item, mit dem man die AP erhöhen kann von einer Attacke. Pokémon Center Fake. Ich mache hier mit meinem Bruder und meinem Freund Urlaub. Prismana City ist wunderschön. Dieser Urlaub war eine Idee meiner Schwester. Warum nur? Warum musste sie nur ihren Bruder mitnehmen? Oh, hier ist kein PC. In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Ich habe keine Pokémon. Das ist ein Digimon, genau. Also, Digimons dürfen hier drin sein. Los, digitier dich zurück. Boss. Wir haben gerade 2000 Pokémon als Preise versandt. Schenke dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter liegt kein versteckter Schalter. Okay, danke für den Hinweis. Haha. Mit dem Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Psst, unter der Spielhalle befindet sich ein Keller. Oh, danke für den Hinweis. Hätte ich so nicht erraten. Erst Schalter und dann Keller. Der Mann da drüben am Tisch hat Haus und Hof verzockt. Hallo. Wir machen gerade eine Pause. Meine Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb gehe ich oft zur Drogerie. Ja. Lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken.
Hier, ich kann es nicht mehr gebrauchen, nimm du's. Oh, der Münzkorb. Mist, ich habe alles verspielt. Hätte ich doch meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht. So ist das Leben. Glücksspiel kann süchtig machen. Die Spielhalle schadet dem Ruf unserer Stadt. Ich habe Smoggon auf der Zinnoberinsel gefangen. Es ist nett, doch wenn man es ärgert, atmet es Gift aus. Prismarion ist die Stadt der Regenbogenträume. Ich mach mal kurz Pause. Was ist hier? Rocket-Spielhalle, ein Spielplatz für Erwachsene. Dann bin ich erwünscht. Ich bin erwachsen. Ich bin 18. Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? Gut, jetzt 20 Münzen. Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Geil, danke, dass ihr mir alle gratis Münzen schenkt. Glücksspiele sind unheimlich, man wird schnell davon abhängig. Hey, willst du Wichtigeres tun? Champion B, die Rinderin von Prismania City heißt Erika, sie trainiert Pflanzen-Pokémon. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Herrlich, das macht Spaß. Möchtest du auch spielen, Junge? Rote 10. Möchtest du auch spielen, Junge? Junge! Psst, hör mir zu. Man sagt, diese Spielhalle gehört Team Rocket. Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Davon weiß ich nichts, kann ich nichts sagen. Rot findet 10 Münzen. In der Spielhalle liegen überall versteckte Münzen rum, die man einsammeln kann. Darunter gibt es hier in diesem Bereich 100 Münzen. So, lassen wir mal den Rocket auf das Poster starren, während wir hier nach Münzen suchen. Die liegen überall auf dem Boden. Überall. Hey, Pikachu, lass mich durch. Ja, 20. Und wo sind die 100? Hier müssen 100 sein, da bin ich mir 100%ig sicher. Ach, das ist schwierig mit dem Pikachu da im Schlepptau. Pikachu, lauf mir nicht hinterher. Ah, hier sind sie, okay. Ah, auf den Stühlen liegen keine. Ach, Pikachu, lauf mir nicht hinterher. Ich bin da am Einkassieren. Oh Mann, ist das jetzt schwierig. Auf dem Gameboy geht's viel leichter, die einzusammeln. Mensch. Ich muss immer so einen Umweg laufen, wenn Pikachu da. So wie jetzt da zum Beispiel. So, hier sind nochmal 10. Ha, Pikachu, du Arsch. Pikachu will mich ärgern, Pikachu will mich ärgern. Nehmen wir mal erstmal den unteren Bereich, bevor wir hier diese ganzen... Umweg. Ja, sogar, hier waren sogar 10 Münzen. Okay, hier ist nichts mehr. Haben wir hier schon geguckt. Alter, was die Putzfrau da verdient hätte. Die müsste ja reich gewesen sein, ey. Wenn sie da gearbeitet hätte.
Gut, hier sind nochmal 10 Stück. Wir haben schon geschaut, oder? Ja. Okay, dann hätten wir alle. Dann spielen wir mal. Ein einbandiger Bandit. Möchtest du spielen? Ja. Wie viele Münzen möchtest du setzen? 3. Okay. Einmal. 2-mal. Ah! Okay, ich hab keine Lust mehr. Und bei dem Typen kann man sich Münzen ersteigern. Für Geld. Willkommen! In dem Gebäude nebenan kannst du deine Münzen gegen Preise eintauschen. Okay, dann schauen wir mal, was es da nebenan alles gibt. Tausche Münzen gegen Preise, Wechselstube. Ich hätte gerne ein Porygon. Aber ich habe einfach kein Glück bei den einarmigen Banditen. Ja, das sind echt Banditen, diese Banditen. Ich hatte heute eine Glückssträhne. Wir tauschen Münzen gegen Preise ein. Das müsste Drachenwut sein. TM15 ist Hyperstrahl und 50 ist Delegator. Pinsir, Sichlor und Porygon. Für einen hohen Preis. Abra. Das wird 230, Vulpix für 1000 und Knuddler für 2680. Naja, der Positive daran, man braucht dann kein Mondsteineck, um sich einen Knuddler zu holen. Gut, dann gehen wir mal raus. Ich will jetzt nicht so viel zocken. Ich habe jetzt keine Lust zu zocken, sag mal so. Hier geht's noch weiter. Hier braucht man nämlich Zerschneider und genau die Zerschneider haben wir. Naja, hier ist unser Evoli. Und zerschneide mal diesen Busch. Aha. Die Arena ist voller Frauen. Stalker. Das könnte gerade ich sein. Brismania City, Pokémon Arena. Arenaleiterin Erika. Die paradiesische Arenaleiterin. Brismania City, Pokémon Arena, Leitung Erika. Bisherige Sieger Blau. Hey, wo ist der Typ, der uns immer Hinweise gibt? Was habt ihr mit dem Typen gemacht? Gut, da es eine Pflanzenarena ist, ist es vom Vorteil, wenn wir ein Feuer-Pokémon an der Spitze tun. Und jetzt mache ich mal ein Safe State und Aufnahmepause bis dann. Hier bin ich wieder. Mir wurde es schon langweilig. Oh Gott, jetzt wird meine Stimme gekillt werden bei den ganzen hellen Synchronisationen von mir. Ich muss hier aufpassen, die können hier alle Puder-Attacken. So wie Giftpuder, Starrespore und Schlafpuder. Wenn wir schon bei Schlafpuder sind, hier ist deine. Schlaf, wach auf, du Arsch. Das ist die klassische Kombi bei Pflanzen-Pokémon, die Schlafpuder können. Erst einschläfern und dann angreifen. Und wenn man wieder aufwacht, wieder einschläfern. Bei Clonfenza ist es noch bitterer, da setzen sie Wickel ein. Und Wickel ist ganz schön nervig. Mach auf, du Arsch! Schlafen kannst du später, wenn ich offline bin. Ey, so geht doch. Und jetzt kommt wieder eine Schlafbude-Attacke von Myrapla. Zack.
Oh, jetzt muss ich aufpassen. Knuffenser, da. Das Knuffenser hat mal einen Glutexo von mir gekillt oder einen Glurax. Indem es Schlafpuder eingesetzt hat und ständig Wickel eingesetzt hat. Immer hintereinander. Und die Pokémon der Gegner in dieser. Die Pokémon in dieser Generation haben alle unendlich AP. Die können es immer wieder hintereinander einsetzen. Ja, jetzt ist aber gut hier. Zack. Zum Glück ist unser Glutexo schneller. Am Sausen würde Knuffenser ständig Wickel hintereinander einsetzen. Jetzt nochmal ein Mirapla. Jetzt kommen wahrscheinlich Stachelspore oder Giftpuder. Irgend so eine Statusattacke, die wir nicht wegkriegen. Sag ich ja. Ich kann Gedanken lesen. Kratzer. Und noch ein Knuffenser. Glutz. Ah, jetzt weiß ich die Kombis von Knuffenser genau. Die haben immer Stachelspore eingesetzt. Da wird die Initiative auf 0 gesetzt. Und dann haben sie Wickel eingesetzt. Immer hintereinander. So, Kratzer. Seht ihr das? Wir haben gegen Pflanzen-Pokémon gekämpft und unser Glutex hat die Hälfte seiner KP verloren. Zum Glück haben wir uns Gegengift gekauft. Hey, du darfst hier nicht hinein. Doch, ich bin ein Trainer, ich darf hinein. Scheiß Göre. Und jetzt noch ein Knuffenser uns auf dem Hals. Blut. Ah, Schlafpuder ging daneben. Loser. Ultrigaria. Daneben nochmal Glut. Oh ne, jetzt zeige ich euch die Kombi. Schau. Seht ihr, unser Glutex ist paralysiert. Und Ultrigaria kann jetzt Wickel so oft hintereinander einsetzen, bis unser Glutex so down geht. Seht ihr das? Man kann nichts dagegen tun. Und angenommen, ich mach's nochmal. Da kommt noch mal ein Wickel. Das kann ich euch schon vorher sagen. Seht ihr? Man kann nichts machen. Egal was abgeht. Deswegen wechsle ich jetzt, und hol dieser Knosp raus. Ach komm. Die Kombi ist echt mies, verdammt. Jetzt aufgewacht. Das ist Wickel. Ich weiß nicht, ob Ultrigaria vom Typ her Gift ist. Ich schätze es aber nicht. Ach. Okay, versuch es nochmal. Okay, ist vom Typ Gift. Ich hätte keinen Giftpuder einsetzen sollen. Ich hätte angriffen sollen. Naja. Jetzt kommt wieder Wickel. Wie kann das Ultrigaria uns wickeln? Es kann doch, hat doch nichts zum Wickeln, oder? Rasierblatt, so. Ich habe keine Lust mehr auf diese Gewickel hier. Leg mich doch mit deinem Giftpuder. Rasierblatt. So, ein Treffer noch. Ah. Nerv mich nicht, du scheiß Ultrigaria. Nerv mich nicht. Gestorben. Level 32.
nicht so grob zu mir. Ja, du bist auch so grob zu mir mit deinen Wickel, 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 Wickel. Und nehmen wir nochmal Zerschneider. So, ich will jetzt mein Glutex holen, deswegen latsche ich jetzt zurück ins Pokécenter. Nehmen wir mal unser Fahrrad. Yay! Ach, das ging doch schnell. Da fällt mir ein, wir können uns noch was holen, was wir noch nicht geholt haben. Aber machen wir jetzt zuerst die Arena. Holen können wir es uns später auch noch. Komm hier und seid wieder vorbei. So. So. Das, was nervig hier ist, man muss immer anwählen, welches Pokémon eine VM-Attacke außerhalb des Kampfes einsetzt. Muss man immer anwählen. In der anderen Generation wurde es verändert. Finde ich auch gut so. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an. Man kann sie ohne Mühe trainieren. Okay, was hast du? Nein. Nicht schon wieder Wickel. Wickel jemand anderen ein, aber nicht mich. Ah, One-Hits, okay. Was hast du jetzt noch? Ja, noch eins. Ja, was zu erwarten. Na komm, Glut. Ach, jetzt kommt wieder Wickel, oder? Ja, Giftpuder. Zum Glück hat es nicht getroffen. So. Nein! Gut, noch mit Zerschneider. Die hat hier ein Owei. Ich habe die Ehre. Ich liebe Pokémon-Kämpfe. So, zeig mir, was dein Owei alles kann. Owei, Owei. Ich habe aber Angst. Zack. Starkato. Eine Scheißattacke. Seht doch, wie wenig das abzieht. Eieiei. Oh, ausgezeichnet. Das hier ist die Arena-Leitung. Ich will aber zuvor noch die anderen Trainer ausschalten. Willkommen in der Arena von Prismania City. Unterschätze niemals die Girl Power. Eine Trainerin. Ultrigaria. Oh nein, Wickel. Für Wickel habe ich echt Schiss in der Generation 1. Kein Kommentar, das ist nur bei den Trainern so, bei der Arena-Leitern ist es nicht so. Und dann so später, 5 Minuten später. Oh! Duflor, das ist die Entwicklung von Myrapla. Yeah, du brennst jetzt. Als ob das dir was bringen würde. Absorber. Zack, Glut. Level 33. In 3 Level haben wir einen Glurak. Oh, jetzt kommt Schlitzer. Ja. Ich verliere mal die Attacke Kratzer. Ist mal wieder ein Upgrade. So, schlitz mal jetzt ein paar Pflanzen auf. Nein, natürlich nicht. Glut ist hier die bessere Wahl. Doppelte Stärke immer. Ja, und du brennst sogar.
So, nochmal Glutes. Ich habe verloren. Bringe bloß keine Käfer oder Feuer-Pokémon hierher. Ups. Entschuldigung. Und was ist mit Flug? Darf ich Flug mitnehmen? Entschuldigung, ich habe leider ein Feuer-Pokémon dabei. Tut mir echt leid. Und ich habe keine Scheu, Glut zu verwenden. Schon wieder brennste. Ich glaube, ich nenne den Part brennende Pflanzen oder so in der Arena oder so, keine Ahnung. Eieiei, Schlitzer! Schlitzer hat eine hohe Volltrefferquote. Und Glut! Volltreffer und tot. Oh, du Grobian. Das sind ganz schön viele Tränen in dieser Arena. Ja, passt ja auch zu der Stadt. Die Stadt ist ja auch ziemlich groß. Da ist es kein Wunder, dass hier so viele Trainer sind. Hier dürfen nur Frauen hinein. Ahem. Kein Kommentar. Ich bin hier drin, ich bin ein Trainer. Nein, Bisasam, finde ich gut, dass sie hier ein paar Starter einsetzen. Ich mache mal kurz Pause wieder, bis dann.